Moin Leute, das hier ist meine selbstgebaute PV-Anlage mit 12 Kilowatt Peak und einem selbstgebauten 22 Kilowattstunden Lithium-Eisenphosphat-Akku. Ich zeige euch heute die Hardware, was es gekostet hat, wo ich das alles herbekommen habe und was ich damit spare anhand von echten Ertragsdaten. Also los geht's. Hier seht ihr jetzt die Carport-Anlage. Das sind 18 x 320 Watt-Module von Luxen. Die habe ich auf dem Carport direkt verschraubt. Das ist natürlich ziemlich doof mit den Bitumenbahnen, die ihr hier seht. Allerdings kann ich die Bretter halt wieder von unten sehen. Also falls da irgendwie, da ist keine Dämmung drunter oder sowas. Ne? Also ich muss da keine Sorge haben. Wenn irgendwas undicht sein sollte, dann kann ich es von unten sofort erkennen. Also es klappt halt recht gut. Ansonsten habe ich die Schienen, hier könnt ihr das so ein bisschen sehen, nochmal mit Bitumenband quasi abgedeckt. Also das wirklich nochmal dicht gemacht, komplett. Also es ist wirklich alles eingeschweißt praktisch. Auch die Löcher der Schrauben habe ich vorher mit Bitumenkleber gefüllt. Ja? Also seit einem Jahr ist eigentlich alles absolut perfekt dicht. So lange liegt das Ding hier ungefähr schon. Ein bisschen länger, aber es passt halt ziemlich gut bisher. Die Module habe ich damals bei eBay Kleinanzeigen bestellt und das hat alles super funktioniert. Also der Shop, wie gesagt, Link ist unten. Kostenpunkt war damals 2000 Euro für die Module und 200 Euro für das Montagematerial, also im Wesentlichen die Schienen dann. Wie gesagt, bestellt bei eBay Kleinanzeigen, Links seht ihr unten, wie immer, keine Verbindung zu den Shops, die wissen nicht mal was von der Erwähnung hier. Da ich mich an unser Hausdach einfach noch nicht herantraue, habe ich nach Möglichkeiten gesucht, so besonders für den Winter mehr zu erzeugen. Also besonders steil aufgeständert ist da halt sehr wichtig. Zudem fand ich es halt für meine Videos cool, mal ein Balkonkraftwerk zu haben, um halt auch selbst damit mal experimentieren zu können, was sich auch ausgezahlt hat, denn ich stelle euch bald eine sehr, sehr coole Lösung vor, wie man ein Balkonsolar mit einem Akku irgendwie anschließen kann und das halt total regelbar. Soweit ich weiß, gibt es das in der Form tatsächlich noch nicht, aber ich zeige es euch dann und dann könnt ihr selber entscheiden. Was ihr hier seht, ist jetzt eins von 4 ASWS 370 Watt Modulen. Das sind Glas-Glas-Module, also bifazial und teiltransparent. Also man kann hier teilweise durchgucken. Und bifazial bedeutet, dass die auch von hinten bestrahlt werden können. Also die machen auch von hinten Energie, also beidseitig Energie können die erzeugen. Was Vorteile bringt. Ne? Hier ein bisschen Licht kriegen die auch von hinten ab hier. Die Halterung habe ich bei Profines Shop bestellt. Das ist ein bekannter Großhändler, der bei uns im Forum echt beliebt ist. Die machen, also die Halterung ist super robust. Ne? Ihr seht es hier, ist so ein riesen Gestänge, so ein Haken, wie man die da reinhängt. Also alles sehr, sehr robust, fand ich ziemlich gut bisher. Und ich denke, für viele Balkonsolaranlagen ist das eine sehr gute Lösung. Allerdings nicht ganz günstig, finde ich halt. Es sind ca. 120 Euro pro Halterung, also pro Modul. Ich habe die damals erheblich günstiger bekommen, ist halt alles viel, viel teurer geworden. Naja, da kann ich natürlich auch nichts dran ändern. Die Wechselrichter, das sind zwei Envatex EVT 560. Hier sieht man einen hängen, also quasi der ist da versteckt. Das sind Mikrowechselrichter, die in Serie geschaltet sind und dann ins Hausnetz praktisch einspeisen. Für beide habe ich zusammen 250 Euro bezahlt, allerdings habe ich die gebraucht gekauft. Wie viel Energie ich einspeise, messe ich halt mit einem Sonoff Pow R2, also den kriegt man ganz normal bei Amazon. Das ist einfach ein Energy-Meter, mit dem ich normalerweise eigentlich messe, wie viel ich verbrauche. Ich kann aber auch genauso gut damit messen, wie viel ich einspeise, das ist dem Ding ziemlich egal. Den habe ich mit Tasmota geflasht und so zum Energy-Meter umfunktioniert und das war halt mega billig. Das Geile, der große MPP-Solarwechselrichter, unten im Container praktisch, der kann den überschüssigen Strom der zwei kleinen Envatex, also damit den großen Akku laden, das ist halt saugeil. Also das heißt, die Kommunikation oder der Strom, der Austausch, der erfolgt über das Hausnetz. Das ist der Hammer, weil so habe ich keine Verkabelungsprobleme. Ansonsten müsste ich jetzt irgendwie noch darunter irgendwie ein Kabel legen und das brauche ich nicht. So nutze ich praktisch einfach das Hausnetz aus und das funktioniert ausgezeichnet. Der Stromkreis zum Verteilerkasten, den ich benötige, also quasi von hier zum Verteilerkasten, den habe ich exklusiv für die beiden Envatex reserviert. Also da ist sonst nichts dran. Ja, ich habe noch weitere Module auf unsere Veranda hier gepackt und hier ist dasselbe Problem wie im Carport. Also wir haben hier überall Bitumen quasi. Von unten ist aber alles sehr gut sichtbar, also man kann direkt die Bretter sehen und falls etwas undicht sein sollte, kann man das halt von unten relativ gut beobachten. Das ist halt dann nicht so dramatisch. Bisher ist aber alles bestens und ich habe jetzt hier die PV-Schienen, das könnt ihr hier so ein bisschen sehen, die habe ich hier mit Stockschrauben erhöht. Also die PV-Schienen sind wirklich so ein Stückchen über der Oberfläche. Das klappt halt super gut. Der Grund dafür ist, dass das Regenwasser abfließen kann, sonst hätten die Schienen halt ein Hindernis dargestellt und dann könnte das Regenwasser nicht ordentlich abfließen. Die Schienen habe ich beim Profines-Shop für ca. 500 Euro bekommen und als PV-Module habe ich hier 12 Jahr-Solar, 410 Watt Halbzellen-Module genommen.
für jeweils, also damals für 140 Euro das Stück und 100 Euro Versand insgesamt bei Nils 24 gekauft. Die Links sind alle unten, wie gesagt, und ich habe mit den Shops, wie ich schon tausendmal gesagt habe, nichts zu tun. Insgesamt sind das dann 4,9 Kilowatt Peak und ja, ihr merkt schon, ich komme hier zusammen mit den Carport-Modulen auf über 10 Kilowatt. Also das ist tatsächlich mehr als die maximale Grenze, die mein Wechselrichter eigentlich kann. Und der Grund dafür ist, dass die meisten Wechselrichter so ein genanntes Overpaneling können. Also ich schließe etwas mehr an als angegeben, zum Beispiel so 10-20% sind durchaus üblich. Aber vorher natürlich im Handbuch checken, ob das wirklich der Wechselrichter unterstützt. Wenn man das dann macht, dann nutzt der Wechselrichter quasi maximal diese 10 kW. Aber bei schwächerer Einstrahlung, zum Beispiel im Winter, habe ich dann ein bisschen mehr halt zur Verfügung. Und das ist halt eine ganz geile Sache und das wollen wir halt nutzen. Ja, wir sind hier in einem Container. Also hier drin steht quasi der Akku, der Wechselrichter, die ganze Schutzelektronik und mein selbstgebautes Monitoring-System. Also so ein Raspberry Pi mit einer SSD und noch einem Arduino dran. Aber fangen wir der Reihe nach an. Der Wechselrichter hier, den ihr seht, das ist ein MPI 5K von MPP Solar für 1200 Euro. Den habe ich damals in Taiwan bestellt. Heute ist er erheblich teurer. Und das letzte Angebot, was ich so gesehen habe, das war im Forum bei uns Anfang August und das lag bei 1900 Euro. Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät, aber zwei Dinge sollte man vielleicht wissen. Also der eine ist quasi, das Ding hat einen sehr hohen Standby-Verbrauch. Und ein Mitglied aus meinem Forum hatte auch mal technische Probleme mit dem Teil. Ja. Er hat dann zwar den Support aus Taiwan bekommen, allerdings mussten die ihm die Teile zuschicken und das ist natürlich teuer, also der Versand und so weiter. Und Garantie ist nur ein Jahr bei dem Ding, das ist natürlich sehr wenig. Und wenn das Problem dann doch nochmal ein anderes sein sollte, ja, das ist dann halt doof, dann kannst du das alles nochmal machen, nochmal Versand bezahlen und so weiter, das ist echt ein Nachteil. Viele andere setzen hier auf Victron-Geräte, das ist dann allerdings was teurer. Wenn dann ein Supportfall auftritt, aber möglicherweise nicht mehr. Also kann halt echt sein, wenn dann was ist, dass es sich am Ende dann doch lohnt. Jo, hier ist der Akku. Das ist 22 Kilowattstunden Lithium-Eisenphosphat aus China bestellt bei Shenzhen Basin. Also meine persönlichen Erfahrungen mit denen waren bisher sehr gut. Allerdings gab es bei uns im Forum auch zunehmend einige Probleme mit denen. Ich sammle momentan Erfahrungsberichte über alle möglichen chinesischen Lithium-Eisenphosphat-Lieferanten und werde euch diese dann gebündelt als Video mitteilen. Wenn ihr also Erfahrungen habt, dann teilt mir diese bitte mit unter folgendem Link und die werden dann in dieses Video einfließen. Kleiner Geheimtipp, bisher habe ich über den Alibaba-Shop Eve Energy tatsächlich sehr viel Gutes gehört. Das ist praktisch der Direktvertrieb des Batterieherstellers. Die sind dann etwas teurer, aber das scheint halt relativ gute Ware zu sein. Mein letztes Angebot, was ich von denen bekommen habe, lag bei 2.800 Dollar inklusive Versand und Zoll für 16 mal 280 Ampere-Stunden Zellen, also rund 14 Kilowattstunden. Ich habe aber selbst keine Erfahrung und kann deswegen nur aus zweiter Hand wiedergeben. Das BMS, was ich hier habe, ist ein JK-BMS, da vorne das Teil, mit integriertem aktiven Balancer, der Link ist unten in der Beschreibung und mit dem Ding bin ich wirklich extrem zufrieden. Und was super geil ist, Scotty89 aus meinem Forum hat ein Open-Source-Arduino-Programm entwickelt, mit dem man die Daten des BMS quasi per Bluetooth abgreifen kann und dann per MQTT in das eigene Smart Home bringen kann. Also das war halt super geil. Der Link ist auch unten, also seht ihr hier. Ich habe das auch genauso gemacht und so sieht es dann aus. Wenn man es fertig hat, da hat man wirklich ein richtig geiles Monitoring und das kostet wirklich fast nichts. Das ist der Hammer. Ja, ich werde auch oft gefragt, hast du den Einbau eigentlich komplett alleine gemacht? Und dann kann ich nur antworten, ja fast. Denn die ganze Wechselstromseite, also alles, was an das öffentliche Netz rangeht, dabei hat mir natürlich ein Elektriker geholfen. Das durfte ich auch gar nicht. Ansonsten bekommt man das Ding auch gar nicht offiziell abgenommen. Also müsste es ja dann beim Netzbetreiber anmelden. Wie gesagt, insgesamt ist das sowieso nicht verkehrt, wenn da nochmal ein Elektriker drüber schaut, also an sich nochmal so ein Vier-Augen-Prinzip. Einfach auch über die DC-Seite ruhig, nicht nur die AC-Seite, weil es sind immerhin Ströme von mehreren 100 Ampere bei den Akkus und Spannungen von teilweise 800 bis 900 Volt bei der PV, also ist absolute Lebensgefahr, wenn man da totalen Blödsinn macht. Ja, okay, was hat der Spaß insgesamt gekostet? Ich bin selbst gespannt, da das alles immer mehr wurde und ich jetzt nicht alles auf einmal gekauft habe und das jetzt halt erstmal tatsächlich zusammenrechne. Okay, fassen wir zusammen. Das Carport, da habe ich insgesamt für die Module und alles, was da drauf ist, halt 2200 Euro bezahlt. Bei der Veranda für die Module habe ich 2300 Euro bezahlt, also inklusive Halterung und so weiter. Bei der Balkon-PV waren es 1650, auch mit Halterung und allem, was dabei war, inklusive Wechselrichter und so.
stimmt. Und beim Akku waren es 1392 Euro für die 230 Amperestunden Akkus, nochmal 1250 Euro für die 200 Amperestunden Akkus, also nur für die Akkus waren das dann 2642 Euro, plus 200 Euro für das BMS und das DIY Monitoring, was ich mir selber gebaut habe, also insgesamt dann 2850 Euro. Der Wechselrichter war damals für 1200 Euro. Heute bezahlt man da eher 1900 Dollar und damit ungefähr 1900 Euro. Der Wechselkurs ist im Moment leider auch nicht auf unserer Seite. Elektronik und Kabel bzw. Kleinteile und so weiter liegen bei 600 Euro. Also ganz grob 8000 Euro für die PV und 2800 Euro für den Akku. Und ich glaube, viel billiger geht es echt nicht mehr. Also insgesamt liege ich tatsächlich bei 10.800 Euro für eine 12 Kilowatt Peak und 22 Kilowattstunden Akkuanlage, was verdammt gut ist. Klar, was ihr wissen wollt, wie viel spare ich, das zeige ich euch jetzt, aber ganz im Ernst, steigende Gaspreise, steigende Strompreise, Stromausfall, kein Gas im Winter, verrückte Politiker und so weiter, das ist mir und meiner Familie alles scheißegal, ja, und das Gefühl ist schon ziemlich geil. Aber okay, Zahlen sprechen mehr als Worte, also ich zeig's euch. Ihr seht jetzt hier die Einnahmen meiner PV-Anlage von Januar bis August. Das sind insgesamt 211 Tage. Weiter geht mein Logging noch nicht zurück, da ich einige Daten beim letzten Update meines Monitorings verloren habe. Aber schauen wir uns einfach mal an, was da ist. Das ist ja schon mal was. Ja, PV-Einnahmen. Hier haben wir insgesamt 5,9 Megawattstunden, also 5900 Kilowattstunden. Die habe ich tatsächlich einfach eingenommen mit meiner PV bisher in 200 Tagen ungefähr. Die zwei Peaks im April, das sind Aufzeichnungsfehler. Hier sind praktisch die Einnahmen der nächsten Tage in diese zwei Tage gerutscht. Auf die Gesamtwerte und so weiter hat das aber keinen Einfluss. Genau an diesen Tagen ist die Balkonsolar in den Start gegangen, deswegen gab es das Problem mit dem Datum. Ja, was wir auch sehen, ist klar, im Winter ist es wenig, wird beim nächsten Winter aber besser, weil ich ja die Balkon-PV dann angeschlossen habe mit dem steilen Winkel und erhoffe mir, dass es ein bisschen was bringt. Klar, das wird nicht die Masse bringen, aber ein bisschen was wird es nochmal verbessern im Winter. Alles klar, ins Netz haben wir dann circa 1,9 Megawattstunden eingespeist, also so viel habe ich dann in das öffentliche Netz eingespeist, konnte ich also nicht selber verbrauchen. Und das sind dann circa 9 Kilowattstunden am Tag im Durchschnitt und aktuell bekomme ich 6 Cent für die Kilowattstunde dafür. Ob es jetzt bald erhöht wird oder nicht, ist mir eigentlich auch relativ egal, da das im Vergleich zum gesparten Eigenbedarf einfach Peanuts sind. Ja, ob es jetzt 2 Cent mehr sind oder sowas, ganz im Ernst, ist mir einfach scheißegal. Ich würde auch komplett darauf verzichten, aber das ist auch irgendwie nicht ohne weiteres möglich oder hätte keine Vorteile für mich. Ja, unser Verbrauch. Wir verbrauchen ca. 22 Kilowattstunden am Tag im Durchschnitt. Das hat damit zu tun, dass wir mit Klimaanlagen heizen, also mit Luft-Luft-Wärmepumpen, also über Strom quasi. Das ist super effizient, aber trotzdem geht es über Strom. Bald erzeugen wir auch unser Warmwasser mit einer Brauchwasserwärmepumpe. Die müsste jetzt bald geliefert werden und dann geht noch ein bisschen mehr. Und die Brauchwasserwärmepumpe ist geil, weil die ja das ganze Jahr überläuft. Ne? Und das ist halt eine nette Sache. Das heißt, ich kann noch mehr auf Strom schieben, was ich halt gerne möchte mit so einer großen PV. Ja, jetzt noch die letzte Frage. Wie viel haben wir aus dem Netz bezogen? Also quasi unser Reststromverbrauch. Das waren dann noch 987 Kilowattstunden, also circa 4,7 Kilowattstunden, die wir täglich noch verbrauchen im Schnitt. Also rechnen wir einfach alles zusammen. Beim Eigenverbrauch habe ich 17,3 Kilowattstunden am Tag gespart, zu 36 Cent die Kilowattstunde, die wir im Moment bezahlen. Also sind das 6,23 Euro am Tag, die ich im Schnitt gespart habe. Bei der Einspeisung ist es so, dass wir circa 9 Kilowattstunden am Tag durchschnittlich einspeisen und dafür kriege ich momentan halt noch die 6 Cent. Also 54 Cent am Tag bekomme ich für den überschüssigen Strom bezahlt. Verbrauchen tun wir noch 4,7 Kilowattstunden am Tag im Schnitt, die wir dann, wie gesagt, aus dem Netz zu 36 Cent beziehen. Das sind dann also 1,69 Euro Stromkosten am Tag im Durchschnitt. Wenn wir das jetzt alles mal zusammenrechnen, dann sieht es so aus, dass wir ohne PV-Anlage 22 Kilowattstunden am Tag verbrauchen würden, zu 36 Cent mal 365 Tage. Das wären 2890 Euro an Strom im Jahr, die wir ohne die PV bezahlen würden, wenn der Strompreis so bleibt. Mit der PV ist es so, dass wir noch 1,69 Euro Stromkosten am Tag haben im Durchschnitt. Davon ziehen wir dann noch die 54 Cent Einnahmen ab, die ich für die Einspeisung kriege durchschnittlich am Tag. Und dann bleiben im Jahr noch 419 Euro an Strom.
Stromkosten übrig. Also schon eine krasse Reduktion. Also wir sparen im Jahr 2471 Euro an Stromkosten. Da jetzt die Anlage ungefähr 10.000 Euro gekostet hat, sind wir also so grob in 5 Jahren durch. Und ein Jahr ist ja bereits vorbei. Zudem werden wir bald unseren Eigenverbrauch noch erhöhen durch die Brauchwasserwärmepumpe, und zwar das gesamte Jahr über, was auch sehr schön ist. Und was ihr nicht vergessen dürft, mit diesen 419 Euro Stromkosten heize ich. Ja, ich heize wirklich mit denen. Und zwar mit den Klimaanlagen. Das klappt halt mega, weil das sind einfach nur super effiziente Wärmepumpen. Und wie gesagt, bereits im letzten Winter läuft unsere Ölheizung nur noch im Sommermodus und verbraucht kaum noch was. Wenn jetzt noch die Brauchwasserwärmepumpe ankommt, dann ist alles über Strom. Und das ist echt mega effizient. Und ich bezahle echt nicht mehr viel. Also, ist doch geil. Jo, die Daten sind jetzt halt nur für 211 Tage gewesen, ne? Das könnte also noch leicht verzerrt sein, weil ich vielleicht ein bisschen mehr Sommertage drin hatte als Wintertage. Das ist jetzt nicht genau die Hälfte, aber im Prinzip, denke ich, ist das ungefähr von Anfang bis zur Mitte des Jahres. Deswegen sollte das halbwegs passen. Und was man auch dazu sagen muss, die Balkon-PV ist erst ab April im Einsatz gewesen. Also der Ertrag wäre im nächsten Jahr sogar noch höher. Ja, also ich denke, dass sich das auch halbwegs ausgleichen wird. Sobald ich ein Jahr voll habe, zeige ich euch aber auch die Daten natürlich sehr, sehr gerne. Also ich gehe sehr offen damit um, das ist ja gar kein Problem. Jo, das war mein aktueller Stand, so sieht es im Moment bei mir aus. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Wenn ich euch irgendwie was helfen konnte und ihr Danke sagen wollt, unten ist auch ein PayPal-Link, das hilft mir mega, unabhängig zu bleiben. Ansonsten vielen Dank und bis zum nächsten Mal, ciao.